Ahoi Piraten und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 auf der Wii U. Wir sind auf einer kleinen Insel, ich habe hier eine Schatztruhe gefunden und deswegen habe ich hier mal kurz angehalten, ist aber nicht viel passiert seit dem letzten Mal, keine Sorge, wir sind nur 100 Meter weiter gesegelt und wie gesagt, ich bin hier kurz vor Anker gegangen. Ich würde uns gerne ein Schiff aussuchen und dieses Mal entern, damit man das Ganze erstens gesehen hat, mal zum ersten Mal, zweitens habe ich einfach Bock drauf und drittens würde ich gerne die Jackdaw ein bisschen reparieren. Wir haben ja schon einiges an... Edward, komm schon. Einiges an Schaden genommen. Aber bislang, ich habe selten einzelne Schiffe gesehen, die wir wirklich besiegen könnten. Insofern, wir müssen mal gucken. Ansonsten segeln wir vielleicht auch einfach... Was haben wir da hinten für ein... Das sieht auch wieder verdammt groß aus. Ja. Also wahrscheinlich müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Okay, so einen kleinen Kahn können wir natürlich ausschalten, aber das wird uns auch nicht viel nutzen. Und die meisten Schiffe sind hier dann doch in Konvois unterwegs, wie ich das bislang gesehen habe. So, Reisegeschwindigkeit, auf geht's. Insofern, ja, müssen wir mal gucken, ob wir auf dem Weg nach, ich glaube nach Nassau geht's jetzt, ob wir da Schiffe finden, die wir vielleicht, wird uns das hier eigentlich auch angezeigt? Nee, steht nur Feindschiff, na gut. Okay, da vorne müssen wir hin. Nach Nassau, genau. Ja, mal sehen, ob wir auf dem Weg vielleicht irgendwie was finden. Also ein Schiff finden, mit dem wir uns anlegen könnten. Wow. Wenn wir das, so eine kleine Schaluppe, die können wir natürlich versenken, aber das bringt uns nicht viel. Was sagt da gerade? Nähern Sie sich... Oh, Schiffbrüchigen... Oh, 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 oh. Zurück, 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 zurück. Das ist echt cool, was die alles eingebaut haben, was man hier im Meer finden kann. Da vorne, glaube ich, ne? Über Bord gegangene Matrosen. Man sollte natürlich immer gucken, dass die eigene Mannschaft möglichst gut besetzt ist. Insofern, natürlich, befreien wir die. Holen wir sie an Bord. So, ich glaube, da vorne halten sie sich an der Kiste fest. Aha, also genauso wie Treibgut auch kann man die... Männer dann einsammeln, sage ich jetzt mal. Apropos Treibgut, da vorne haben wir noch einen. Das Kleine nehme ich noch auf, wenn wir jetzt in die falsche Richtung segeln. Das nehme ich noch mit. Und dann segeln wir auf jeden Fall mal Richtung Nassau. Zweimal Stoff, so, so. Na gut. So. Ja doch, volle Pulle voraus. Man hat im Übrigen auf dem... Ach, ich sehe gerade, ihr seht es auch auf der Minimap. Auf dem Gamepad habe ich ja nochmal diese Minimap in größer. Und da sehen wir auch eine Windrichtung eingezeichnet. Wie jetzt gerade nach rechts unten, also nach Südosten. Das heißt, es ist ein Nordwestwind. Man gibt ja immer die Richtung an. Oh Leute, ist das ein schönes Bild hier. Herrlich. Okay, Nassau nähert sich. Ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht noch... Aber ich... Komm, wir gucken uns nochmal... Ja, doch, 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 doch. Ich will mit euch ein Schiff entern und ich glaube, das hier sieht doch, was haben wir da für Schaluppen? Das sieht doch jetzt nicht so, ja, Stufe 4. Kommt schon, das kriegen wir doch hin. Bang! Können wir eigentlich, au, 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 au. Okay, das ist also für uns auch nicht so eine gute Idee. Oh ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich weiß eigentlich... Nein, nein! Das gibt's doch gar nicht. Okay, okay. So schnell kann's gehen. Okay, so viel dazu. Also die Gegner wären jetzt im Prinzip kein Problem gewesen. Allerdings war unser Schiff schon ziemlich angekratzt. Oh! Und wie ich gerade sehe, jetzt ist es das nicht. Das heißt, zumindest haben wir uns auf diese etwas merkwürdige Art und Weise geheilt, sage ich jetzt mal. Und wir haben doch da vorne nochmal eine Schatzkiste auf der Insel. Ich habe wieder eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein kleines Vögelchen. Ich muss alles mitnehmen. Ich bin neugierig. Also wenn euch das stört, wenn ich euch zu viel mitnehme, dürft ihr mir das natürlich gerne in den Kommentaren mitteilen. Weil wenn das jetzt die Mehrheit von euch nicht sehen will, dann lebe ich meinen Erkundungsdrang auch offscreen aus. Aber ich denke, zumindest jetzt hier am Anfang, dass man mal alles gesehen hat, wie die Möglichkeiten sind, was man überall so finden kann, ist das doch eine schöne Sache. So, was haben wir hier vorne? Nochmal irgendwie Treibgut. Kann man das einsammeln? Nicht? Oder geht das nur vom Schiff aus? Ah, doch, von hier. Okay. Dreimal Metall. Na gut. Okay, jetzt Leute, aber nach Nassau. Versprochen.
Wir werden auf jeden Fall noch früh genug sehen, wenn wir ein Schiff entern. Tut mir leid, dass ich es jetzt so vollmundig angekündigt habe und dann so gnadenlos versagt habe. Aber wir werden mit Sicherheit noch sehr, sehr, sehr viele Schiffe entern. Und ich werde mich darum kümmern, dass es auch bald eines gibt, das wir uns schnappen. Aber vielleicht können wir in Nassau ja schon die Jackdaw ein bisschen aufmotzen. Mal sehen. Gucken wir einfach mal. Und so kleine Schiffe kann man, glaube ich, nur versenken, aber nicht entern. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich wüsste jetzt zumindest nicht, wie. Und ich denke, für die ganz großen Schiffe sind wir einfach noch zu klein. Ich meine, gut, dass wir gerade so direkt was kassiert haben, apropos so. Man kann ja gerade mitnehmen, ne, das kleine Schiff hier. Verdammt. Man sollte allerdings auch nach vorne gucken dabei. Oh Leute, wie viel Schaden wir jetzt genommen haben. Oh, das war doof. Das war doof. Nur damit ich dieses kleine Schiff versenke. Also deswegen ist es sinnvoll, wenn man sich die Aufgabe auf dem Schiff teilt. Irgendwie einer guckt nach Feinden mit den Kanonen und der einer sollte wirklich nur steuern. Ach ja, aber gut, hier übernehmen wir natürlich alles. Und dann kann es mal vorkommen, dass wir auf Grund auflaufen. So, ich hoffe, hier zwischen den Felsen kommen wir durch, damit wir in Nassau mal anlegen können. Okay, Leute, die nächste Piratenhöhle steht an. Die nächste größere Stadt. Ah, okay, okay. Kleines bisschen schade, aber wie es aussieht, ist es dann hier doch nicht nahtlos. Nassau, Bahamas, September 1715. Sag mir, ich stehe unter Arrest. Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Ei, ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Na, da kriegen wir doch direkt mal ein Bild davon, in wessen Händen Nassau liegt. Eine Piratenhochburg in der Karibik. Und verdammt nochmal, Leute, sieht das schön aus, oder? Sieht das schön aus? Ich freue mich. Geil, die nächste größere Stadt. Und da sind wir. Wo ist unsere Jackdaw? Ah, herrlich. Okay, dann wollen wir uns mal umgucken. Also nach Havanna, die zweite größere. Die größere Stadt. Überall wieder diese Käfige. Pirates beware. Passt bloß auf. Wir passen schon auf uns auf. Was haben wir denn hier? Ein Laden. Ne, neue Waffen kaufen will ich gerade nicht. Ich werfe mal einen schnellen Blick auf die Karte. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Okay, da ist unser nächstes Missionsziel. Ich würde aber gerne als erstes mal so zumindest hier 1-2 Aussichtspunkte erklimmen, damit wir die Karte ein bisschen aufdecken. Außerdem wollen wir uns doch erstmal ein wenig hier in der Stadt umgucken, würde ich sagen. Also auch hier nochmal die... Elite. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass es die auch auf dem Boden manchmal zu finden gibt. Bislang waren die ja immer nur auf Häuserdächern zum Einsammeln. Und da hatte ich auch einige echt lästige Hetzjagden, kann ich euch sagen. Ich habe da ja in Havanna viele Offscreen eingesammelt. Oh, da habe ich mir einen schönen Punkt ausgesucht. Komme ich da überhaupt rein? Das sieht ja ziemlich gesichert aus hier. Ist auch ein Gebiet, in das ich eigentlich, also ein Sperrbezirk, in das ich noch nicht rein darf. Mal sehen, können wir vielleicht von hier irgendwo... Ne, da können wir uns nirgendwo festhalten. Okay, vielleicht habe ich mir dann auch direkt mal den schwierigsten, wer weiß, Punkt ausgesucht. Ich wollte ja eigentlich einfach nur ein bisschen die Karte aufdecken, aber verdammt nochmal, Leute, ich habe mir genau den richtigen ausgesucht. Guckt euch diese Aussicht an. Verdammt nochmal. Geil. Einfach nur geil. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe das Setting bereits heiß und innig. Also ich bin hellauf begeistert bislang. Das Spiel gefällt mir super gut. Wie geht's euch? Gefällt euch das Setting? Stört euch was? Wie seht ihr das Spiel bislang? Also ich kann, wie gesagt, bislang eigentlich nur Positives berichten. Es gibt ein paar kleinere Wermutstropfen, die vor allen Dingen... Ja, also von der technischen Seite jetzt das Flimmern zum Beispiel, aber das sind Kleinigkeiten, die gerade mich jetzt als Nintendo-Fan, da ist man das ja gewöhnt, dass die Grafik nicht immer die allerbeste ist, aber sie ist ja trotzdem, sie ist ja jetzt nicht so, als wäre sie hässlich. Oh, Kamerad, ich glaube, du machst jetzt einen hübschen Abflug. Komm her. Und tschüss.
Platsch. Armer Knabe. So, eine Schatzkiste gibt es noch oben drauf. Und ohne Witz, Leute, ich habe mir direkt den besten Aussichtspunkt gesucht. Guckt euch diesen Ausblick an. Hammer. Einfach nur Hammer. Ich muss mal ganz schnell... Tut mir leid, Leute. Aber für den... Ich glaube, das nehme ich wirklich nämlich als Part-Thumbnail. Und da will ich dieses hässliche Symbol nicht dabei haben. Geil. Geile Optik. Ich nehme die Thumbnails hier. Nein, wo springe ich hin, ich Idiot? Ah, ich Trottel. Autsch, das tat weh. Ja, so viel dazu. Schöner, blöder Fehler. Und ich neige gerade dazu sagen, dann hole ich den Synchro-Punkt vielleicht doch offscreen. So, da jetzt nicht alles wieder hochkrabbeln müssen. Oder ich sag jetzt einfach mal, wir haben ja jetzt die Ecke da gesehen, ich schnapp mir jetzt den rechts und danach gehe ich zum nächsten story-relevanten Punkt. Wäre jetzt, denke ich, ein bisschen langweilig, wenn wir da jetzt auf genau denselben wieder raufkraxeln. Oh, Leute, sieht das verdammt, ich komme da echt ein bisschen aus dem Schwärmen nicht raus. Daran merkt man ja eigentlich schon, dass das, was ich eben sagte, so diese kleineren grafischen Defizite gegenüber vielleicht anderen Versionen von PS4, Xbox 360 oder PC, es stört mich eigentlich null. Es sieht doch wunderschön aus hier. So, 30, aha, aha. Mal so ein ganz neues System für Aussichtspunkte. Ach komm schon, Edward, du sollst dich nicht da ranstellen. Genau, klettern bitte. Wenn der Knabe so viele Möglichkeiten hat, ist manchmal ein bisschen lästig, dass er dann natürlich immer genau das macht, was man nicht will. Oder wenn man mal einfach nur irgendwo langlaufen will. Klassisch Assassin's Creed, natürlich wird dann da wild rumgehüpft und geklettert. So. Okay, vom anderen Punkt hätten wir sicher eine noch schönere Aussicht gehabt. Aber, ach, ich wundere mich gerade schon, warum hier kein Synchro-Punkt steht. Aber von da... Aber ich denke, hier ist doch auch... Oh ja. Ein schicker Punkt, um sich die Gegend mal anzuschauen. Geil, geil, geil. Na dann, ab ins kühle Nass und dann auf zum Story-Punkt, zum nächsten relevanten. Natürlich werden wir auch hier wieder jede Menge Sachen einsammeln können. Wie auch schon in Havanna. Viele Truhen, viele Lieder, viele Mordaufträge. Ich denke mal, ich werde es genauso halten wie in Havanna auch, dass ich jetzt so am Anfang einen Grundstock, sage ich jetzt mal, von all dem, was wir jetzt rechts sehen, Aussichtspunkten und Aufträge tun. So ein paar Sachen werden wir auf jeden Fall beim Let's Play zusammensammeln, aber ich denke, die Vervollständigung mache ich dann wieder offscreen. Oh, hier ist doch direkt in der Nähe eine kleine, wir haben es schon, das Glitzern da, genau, eine Truhe. Also auf jeden Fall, was uns auf dem Weg liegt, das nehmen wir doch definitiv mit. So, ich muss irgendwie mal abbiegen hier. Aber schöne Stadt ist vom Stil völlig anders als Havanna. Komm ich da hoch? Komm schon, Edward. Nein, verdammt, komm ich nicht. Mal ganz nebenbei, aber auch das wieder eine schöne Animation, ne? Wie er dann so eine steile Wand hochrennt und irgendwann dann wieder runterläuft, weil er es nicht ganz schafft. Gut gemacht. In Taverne. Na, und ihr seid hier die Boygroup der Wahl, oder was? Na gut, nicht ganz, sind auch Mädels dabei. Nice. Ach, und der da unten, der trommelt auf so einer... Wir erinnern uns, ich habe eine Cajon im Zimmer. Das ist der Vorläufer. Eine schlichte Holzbox. Man kann auf allem drummen, wenn man nur will. So, Adewali. Oder Adewali. Ich weiß noch nicht genau, wie spricht sich der Knabe aus. Wir stellen ein. Ja, tun wir. Auf geht's. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Sie an. Adewale. Blackbeard. Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw. Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig.
Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Den werden wir schon Manieren beibringen, denke ich. Okay, Crew der Jackdaw. Diese Anzeige repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Aha, darauf hat das also auch Einfluss. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern oder sie können Piraten in Not helfen. Das haben wir ja schon gesehen, entweder in den Großstädten oder eben der eine, der fast ertrunken ist. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Okay, also noch deutlich die Crew erhöhen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. 23 Mann haben wir ja schon. Aber nochmal 15, okay. Dann wird unsere Crew ja ordentlich anwachsen. So, dieses kleine Fragment, genau. Wenn man schon mal in der Nähe ist, kann man es doch auch mitnehmen. Was eine nette Stadt. Okay, kurzer Blick auf die Karte. Wie sieht's denn? Ach was, das ist alles in... auf dem Wasser, oder fast alles. Hier oben ist auch ein Bereich, das werden wir dann uns gleich als erstes mal angucken. Und dann, wie es aussieht, müssen wir ins Wasser, ne? Beziehungsweise wieder auf die Jackdaw. Und Leute, vielleicht geht's dann, ja, das ist eine gute Idee, vielleicht wird dann sogar gekapert. Dann kommen wir doch noch dazu. War doch eigentlich jetzt auch viel bislang im Spiel so, dass uns so die grundlegenden Dinge erstmal näher gebracht wurden, sage ich jetzt mal. Ach, Moment mal, was rede ich da für einen Käse mit Wasser? Leute, ich nehme alles wieder zurück, was wir hier auf der Karte, was für mich jetzt gerade hier wie Wasser aussah. Das ist einfach nur, hier haben wir die Karte noch nicht gesehen, wenn wir rauszoomen, sehen wir es auch. Hier ist das Wasser, das ist einfach nur in der Stadt noch nicht aufgedecktes Terrain. Okay, ich nehme alles zurück. Schade, ich hätte gedacht, die führen uns dann jetzt hier auch ans Entern ran. Aber vielleicht kommt das noch. Oder es wird erklärt, wenn man es einfach mal von sich aus angeht. So haben wir hier oben, das ist... Ah, das vergisst man nämlich auch gerne. Dass da ganz oben auf den Aussichtspunkten gerne nochmal so ein Fragment zu finden ist. Immer lästig, wenn man das dann im Nachhinein einsammelt und man war eigentlich schon genau da. Ach verdammt, ich komme hier nicht hoch. Edward, komm schon. Genau. Ist doch nicht umsonst hier, Kletteräffchen. So, und einmal nach ganz oben. Jawohl. Sehr gut. Und auch hier wieder. Meine Fresse, was ein Ausblick. Hammer. Fällt mir nichts anderes zu ein. Aber gut, das ist eine bekannte Stärke aus den Assassin's Creed-Teilen. Wo ist der? Ich will nicht runterfallen, möglichst. Nee, kannst du bitte... Kamera, danke. So, das wäre auch hier auf den... Nein! Genau das wollte ich vermeiden. Dass wir hier einen Abflug machen. So. Jetzt aber rauf da. Okay, schade. Also dann doch an Land Piraten retten und nicht an See. Aber gut, ich denke, wir haben hier in Nassau auch noch einiges zu erledigen. Insofern kein Problem. Was haben die hier unten eigentlich für eine Ansammlung an Symbolen? Ich meine, wir sind hier im Sperrbezirk, so viel habe ich schon gesehen. Moment, eigentlich dürften wir auch nicht erwischt werden dabei, ne? So, zumindest die beiden hier. Jawohl, ja. Und endlich können wir richtig schön für die Crew anheuern. Klasse. So, eine Truhe haben wir hier noch irgendwo. Ist die unterirdisch? Ich markiere mir das, hoppala, falscher Knopf, nochmal schnell auf der Karte. Denn da kann man immer schön sehen, wo sich die Sachen befinden. Ob die vielleicht, ja hier zum Beispiel, jetzt sehen wir es, ne? 12 Meter unter uns. Das heißt, hier wird es irgendwo eine Höhle oder Stollen geben oder sowas. Aber darum kümmere ich mich nicht jetzt. Jetzt soll es erstmal darum gehen, weiter Piraten zu befreien. Also wo haben wir die nächste Stelle, wo wir Kameraden von uns hier befreien können. Also dann nix wie nanu. Wer will Ärger und warum? Na gut, wenn du so willst, kannst du haben, Freundchen. Ich weiß doch nicht, warum wir jetzt Ärger suchen. Ja, seid ihr noch böse auf mich, weil ich gerade hier irgendwie euch die Gefangenen entwendet habe? Wer weiß, vielleicht... Moment, nee, Munition haben wir voll, brauchen wir nicht drauf achten. Und ein Liedchen, sehe ich doch gerade auf der Karte, haben wir hier auch noch, genau. Mal gucken, ob wir das noch schnell erobern können. Komm schon. Weil die verschwinden nach einer gewissen Zeit. Also man hat nicht allzu viel Zeit, denen hinterher zu jagen.
Ist immer sehr ärgerlich, weil mir das gerne so eine Sekunde, bevor ich es geschafft hätte. Vielleicht erleben wir es jetzt hier noch. Komm schon, komm schon. Nein, der Sprung war schlecht, sonst hätte ich es gehabt. Du verdammtes Lied. Na endlich. Weil lange hätte es jetzt nicht mehr gedauert und das Ganze wäre weggeflogen. Da muss man ein bisschen sich beeilen. So, wenn wir hier schon mal in der Nähe von einem Mordauftrag sind, dann holen wir uns den doch schon mal, würde ich sagen. Wenn man dann in der Nähe ist, kann man den gleich miterledigen. Also, wer hat denn hier sein Leben verwirkt? Eine Bande von Templer-Freibeutern hat kürzlich vor der Küste einige Handelsschiffe aufgebracht. Sie verstecken sich und die gestohlenen Güter irgendwo in der Stadt. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen, gibt nochmal 500 Realbonus. Wie wir es meistens hatten bislang. An dieser Stelle nochmal der ganz dringende Tipp. Heuert Leute an. Also, das ist eigentlich die beste Variante, um ja, diesen Bonus zu kriegen und nicht in Kämpfe verwickelt zu werden. Aber Leute, ihr merkt schon, jedes kleine Symbol, was ich auf der Karte sehe, will ich direkt einsammeln. Aber ich weiß nicht so genau, wo die richtige Balance ist, so ein bisschen. Ich bin tierisch neugierig, ich will alles direkt einsammeln und mir angucken. Andererseits sind Geschmäcker da natürlich auch verschieden. Hier rennen wir schon wieder an der Schatzkiste vorbei. Und ich will natürlich auch niemanden mit meinem Erkundungsdrang langweilen. Also ich hoffe, euch geht's da genauso wie mir. Dass ihr Bock habt, euch hier umzugucken und alles einzusammeln. Alle Schatztruhen einzusacken. Wunderbar, Moment mal, wir sind doch gar nicht so weit weg. Ich höre doch schon die Säbel von Kämpfen. Das können wir doch... Na, ihr brauchtet doch gar keine Hilfe, Jungs. Danke. Kenway, richtig? Jawohl. Ich bin auf eurer Seite. Finde ich gut. Na gut, vier Leute durch... dadurch dafür, dass ich einen abgestochen habe, der schon am Boden lag. Also, die Leute können wir gebrauchen. Die kommen ja selbst alleine gut zurecht. So. Okay. Es wäre jetzt wahrscheinlich am besten gewesen, wir hätten uns irgendwo... Vielleicht mal gucken, ob ich das schaffe, auf den Baum hier raufzukommen. Ohne keine Sorge, der ist dahinter. Wir sehen den nur dadurch, weil wir den markiert haben. Shit, der Baum ist zu groß. Da komme ich von hier aus nicht rauf. Ich muss irgendwo noch mal ein bisschen Entfernung aufnehmen. Ich will es versuchen, das jetzt auch wirklich mal unentdeckt zu schaffen. Wie wir wissen, klappt das im Endeffekt wahrscheinlich sowieso wieder nicht. Aber ich will es zumindest mal versuchen. Verdammt nochmal, nein, ja, wir sind im Prinzip schon, wir sind schon entdeckt, ja, Mist. Okay, schade. Da hätte man wahrscheinlich wirklich in einem größeren Bogen außenrum herumlaufen müssen. Das wollte ich hier auch eigentlich gerade, damit man dann von den Bäumen die Knaben hier angreifen kann. Freundchen, jetzt ist aber mal gut hier. Maul. So. Schade. Das wäre bestimmt cool gewesen. Hätte nämlich jetzt gar nicht gesehen, dass man hier irgendwie außenrum über die Bäume, ne, genau, und dann von hier oben irgendwo, naja. Das wäre mal ein Auftrag gewesen, wo es eigentlich durchaus machbar gewesen wäre. Bei vielen habe ich mich ja schon gefragt, wie die sich das vorstellen, dass man da nicht entdeckt wird. Aber gut. Gut. Da vorne ist schon wieder eine Truhe. Und ich glaube, die können wir auch ja relativ einfach von hier mitnehmen. Machen wir das doch. Das motiviert echt ungemein, so viele Sachen einzusammeln. Ich kann echt nur hoffen, dass die Währung hier in dem Spiel auch wirklich notwendig ist. Also, dass die Motivation erhalten bleibt, sich all diese Sachen, oh, nochmal ein Lied, sich all diese Sachen unter den Nagel zu reißen. Weil, wie gesagt, bei Assassin's Creed 3 war das einer der Punkte, die ein bisschen untergegangen sind und irgendwie zu wenig waren. Liedchen, wo willst du denn hin? Wobei ich mir bei den Seemannsliedern, ach komm, wenn wir schon mal hier sind, auch durchaus vorstellen kann, dass ich vielleicht die dann irgendwann auch links liegen lasse, weil wir haben jetzt schon so viele, ja, jetzt ist es abgehauen. Mist. Da waren wir zu langsam. Ja, wir haben ja eigentlich schon eine große Auswahl, da reicht mir das irgendwann auch. Und Leute, lauscht mal. Hört ihr das? Moskitos. Die haben echt an alles gedacht. Krass. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade schon einmal, ich habe mich so ein bisschen umgeguckt und dachte, boah, nee. Mücken im Winter? Wo gibt's denn sowas? Aber das war im Spiel. Sehr schön. Okay, Leute. Ich sehe gerade auf die Zeit. Auch das fällt mir. Wie ihr seht, ich habe richtig Spaß. Da verliere ich sie schnell mal aus dem Auge.
Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Und im nächsten Part befreien wir die restlichen Rekruten. Und hier, was ist hier? Okay, nur ein Synchronisationspunkt. Den werde ich mir aber auch jetzt noch schnell schnappen. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter. Wir sammeln die restlichen Rekruten ein. Und dann schauen wir einfach mal, was dann passiert. Das weiß ich ja genauso wenig wie ihr. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu entdecken hier in Assassin's Creed 4 Black Flag in der Karibik. Also Daumen nach oben. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.